Und jetzt der erste Treffer für die Grazer. Wir schauen noch einmal drauf. So, war da Norris noch dran? Norris vor dem Tor macht er geschickt und fälscht die Scheibe ab und durch die Beine von Merrick. So, hier sehen wir es noch einmal. Den Schuss von Orange und abgefälscht von Warren Norris. Das ist ein richtiger Goalgetter, der weiß, wo man steht. Es ist Tempo in diesem Überzahl, man wartet geduldig auf die Chance. Orange versucht, Stay vor dem Gehäuse. Warren Norris mit dem Nachschuss und Chucky Norris, der macht den zweiten Treffer hier nach 6 Minuten und 17 für die 99ers. Was für ein Beginn für Bill Gilligan und seine Truppe. Ja, Warren Norris. Und jetzt hat er es. Jetzt hat er die meisten Treffer erzielt. Von allen Graz-Spielern. Die nächste Möglichkeit. Einer lässt nach vorne prallen. Und da kommt jetzt Graz zur nächsten Möglichkeit. Über Viktor Lindgren. Direkt von der Strafbank macht es. Da hat Olympia nicht aufgepasst. Schauen wir drauf. Da kommt Lindgren raus und die Grazer, die sehen ihn. Hier, dass er völlig frei ist, geht nach, erreicht die Scheibe noch und macht das dann im Stile eines Klassenspielers. Wie bei einer Penalty-Shot-Situation drauf in die kurze Ecke. Und die Einschussmöglichkeit für Viktor Lindgren zieht hier ab von der blauen Linie. Vielleicht einmal eine Möglichkeit für Bostjan Golicic, aber Kuiper hat aufgepasst. Noch einmal, jetzt die Möglichkeit! Brandon Jarima! Jetzt hatten die Grazer richtig Glück das erste Mal hier. Brandon Jarima mit der Möglichkeit. Zum 1:3. Kronecker. Der Leibach zwar bemüht gegen diese erste Reihe, aber schwierig. Und jetzt mit der Riesenchance. Brickley, die hätte er wohl selber reinmachen müssen. Das Arand. Da hinten. Oh, super Pass auf Barré. Und der scheitert an Sila. Etwas zu zentral jetzt auf Sila geschossen, aber auch gut reagiert vom Goalie. Wieder Bright mit dem Versuch. Oh, stoßen sie zusammen und daraus vielleicht eine Breakmöglichkeit für die Grazer. Patrick Aron! Backhand! What a goal! Patrick Harand! Und Patrick Harand, der macht immerhin schon den zweiten Shorthander in dieser Saison und der nutzt hier diesen Fehler oder diesen Zusammenstoß aus. Greg Day, Paradelinie, Mais, Day, Healy, Norris, Lindgren auf Day, Riesenmöglichkeit und da ist der Treffer. Jetzt haben sie Fahrt aufgenommen und es war wohl Eric Healy, der hier das 5:0 besorgt. Ja, und jetzt kann man sagen, Bill Gilligan, diese Partie, die ist wahrscheinlich entschieden. Zugunsten der Graz 99ers, die perfekt hier diese Überzahl ausnutzen, richtig Tempo machen. Giga Krahut auf Paré. Paré wartet hier geschickt auf Patrick Harand, Einschussmöglichkeit, Krahut! Giga Krahut, der Slowene, der macht ausgerechnet hier in Slowenien den Treffer für die 99ers. Die heute gar nicht feurig auftreten. Spanheim auf Brad, der hat einen guten Schuss, der soll es doch einmal versuchen. Das macht er jetzt. Und erzielt hier den Ehrentreffer. Alan Pratt macht hier das 1:6 aus Sicht von Olympia Ljubljana. Und erzielt damit seinen ersten Treffer
für seinen neuen Arbeitgeber. Und das in Überzahl. Woga liegt hier auf dem Eis. Brad schaut auf und macht das hier mit gutem Auge.